Nee, Basilika. Ja, gut. Mal sonst ein andermal einfach. Soll jetzt erstmal in die Richtung gehen. Und dafür gehe ich erstmal in die Richtung. Einen neuen Tunnel kann ich dann da gleich bauen. Dann habe ich mehr Bewegungsfreiheit. Oh, okay, warum nicht? War zwar ungewollt, aber wenn ich schon mal drin bin, ne? Ja. So. Ups, hier lang. Eine öffentliche Auspeitschung droht denen, die sich dagegen widersetzen. Oh. Na, sieh mal einer, guck. Damit sind wir wieder unbekannt hier. Oh. Oh. Na, ja, okay. Aber kann ich den nicht einfach killen? Mann, das wäre so einfach. Für 705 renovieren. Machen wir doch gerne. Jawohl, Roms Einkommen ist nochmal gestiegen. Und ich gucke nochmal kurz auf die Karte, ob ich hier sonst noch irgendwas machen kann. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, nichts. Hier gibt es gar nichts. Oh. Moment. Was haben wir denn da? Ein leeres Fraktionsgebäude, na, das holen wir doch gleich mal und richten das mal her. Ich möchte wissen, was da passiert. Oh, die hätte ich mal umrempeln sollen. Oh, Rückenschmerzen. Oh. Ach ja. Nee, 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 nee. Alter, hier drin auch irgendwie alle ein bisschen am Rad, ne? Normal ist das nicht. So, mache ich es für die Diebe? Für die Söldner oder für... Ach komm, hier ein paar Prostituierte. Warum nicht? So, jetzt habe ich hier Kurtisanen zur Verfügung. Untersuchen. Ach so, dann kann ich das umbauen praktisch. Alles klar, so funktioniert das also. Dann habe ich da Kurtisanen zur Verfügung. Und jetzt muss ich gucken, wohin ich laufen muss. Ich habe nämlich keinen Bock, die ganze Strecke zu Fuß zurückzulegen. Zurück. Oh. Gut. Oh, ist hier ja direkt. Der hat Geld. Oh, wollen die mich überfallen? Na los, komm her. Bam! Zack! Oh, wollten die mich bekämpfen hier? Ist ja süß. Sind leider ein bisschen tot. Bam. Alter, wie die immer ausweichen müssen. So. Ruhe hier. Alles klar. Ich würde sagen, wir interagieren hier mal und wir wollen nach da oben. Nee, da geht's noch näher ran. Geht's noch einen näher ran? Was ist denn mit dem da? Ach, kann ich natürlich nicht drauf klicken. Rosa in Fiore. Ich möchte endlich die restlichen Dingstürme abfackeln. Wie heißen sie noch gleich hier? Ah, Borgia, die Borgia-Türme. Ach, bis gleich. So, weiter geht's. Ja, Roms Einkommen ist irgendwie nicht wirklich gestiegen.
Och, komm schon. Zack, Nummer 1. Zack. Dachtest du ernsthaft? Ha, schön in den Schädel. Sah wie die Schläfe aus. Ein schöner Treffer. Na los, kommt her. Bam. Sollen wir tanzen? Na, was meinst? Ey. Ich weiß nicht, was das bedeutet, das Tankwitz. Scheiße! Das war wieder so ein starker Angriff. Kanalia, verrückt. Verrückter. Oh, sollen die sich bekämpfen? Ich habe hier eine Mission. Die will ich machen. So. Und weiter geht's. Ich habe 4 Balken verloren. Ach du Scheiße, Mann. Ja, ich habe auch noch nicht so eine gute Rüstung. Deswegen können die ganzen Bobos mir auch noch Schaden antun. Ich will nichts damit zu tun haben. Na, denkst du? Verdammt, falsche Richtung! Fuck! Ah ne, ich wollte hier oben lang. Deswegen ist das hier alles ganz korrekt. Ja, da war eben Steckbrief, aber da, das war mir jetzt egal. Weil dort noch einer ist und ich den auch abreißen kann. 50.000 bin ich wert. Heilige Scheiße. Und jawohl. Oh, ist das Ziel etwa bei dem Turm? Uiuiuiui. Ne, ich glaube, ich bezweifle, dass es bei dem Turm ist. Na, hoch. Ah, Nase juckt. Und es geht wieder runter, klasse. Das war ja mal eine Zeitverschwendung in gewisser Weise. Mucky Frog, ist er von Sinnen? Nein, ich bin ganz normal. Ihr seid alle nur verrückt. Und unnormal und so. Nein! Diese verkackte Windows-Einrastfunktion. Ich könnte kacken. So stinkig bin ich schon wieder. So ein Scheiß, Mann. Immer dieselbe Kacke. Wer braucht eigentlich den Schrott? Wozu ist die Windows-Einrastfunktion? Wo ist diese... Nee. Wozu ist das gut? Ich meine, warum ist das? Wer erfindet so einen Scheiß? Das ist das Nutzloseste überhaupt. Ja. Gut. Wie dem auch sei, ich habe mich drüber ausgelassen jetzt. Jetzt kann es weitergehen. Wir waren hier unten gerade. Oh, cool, okay. Warum stehen da so viele? Ah, die Schlampe. Salve, Cittadini di Roma! Genießt diesen prächtigen Anblick! Katharina Sforza, die Hure von Forli! Endlich kriecht sie zu Kreuze. Ha! Niemand kniet tiefer als Lucrezia Borgia. Wer stiftete euch an? War es euer Bruder oder euer Vater? Vielleicht waren es beide. Vielleicht sogar gleichzeitig. Oh, das klang mir eindeutig zweideutig. Und das gilt jedem, der uns die Stirn bietet. Gutes Volk von Rom, bleibt stark! Ihr werdet frei sein. Eure Zeit wird kommen, ich schwöre es! Sie werden sie foltern. Ja. Euer Ziel sind Cesare und Rodrigo. Katharina ist eine mächtige Verbündete. Wenn wir ihr in der Not beistehen, wird sie auch uns helfen. Vielleicht. Aber tötet zuerst Cesare und Rodrigo. Okay, in die Engelsburg eindringen und Rodrigo und Cesare eliminieren. Machen wir doch mit Vergnügen. Oder könnte ich hoch? Aber nicht jetzt. Geblieben.
ihr da? Halt! Ich muss mit euch... Er hat doch was zu verbergen. Hä? Okay. Jetzt geht er weg. Später! Er sieht irgendwie... Ach man. Ich hätte schwimmen sollen. Egal. Wurden wir halt entdeckt. Die haben es nicht mal gepeilt so richtig. Und wir müssen da lang, okay. Würde ich mal sagen. Hopp, hopp, hopp. Ah, okay, okay. Wäre sonst ja auch zu einfach, was? Warum auch einfach, wenn es schwer geht? Aber hier geht's ins Wasser. Ja, das wollte ich nur kurz zeigen, dass man da auch runter kann noch. Hopp. Ja, wollte ich nochmal darlegen, wie das genau jetzt funktioniert hat, damit ihr euch das auch einbringen könnt. Hopp. Und hopp. Mit nassen Schuhen geht das sicherlich verdammt gut. So, Checkpoint erreicht. Ich gehe hinter dem her. Ein Glück, dass das ein Vollidiot ist hier. Da ich schon entdeckt wurde. Da spritzt aber etwas mehr Blut. Ich metzel einfach alles nieder. Vergesst den Papst, die untersteht nur mir. Okay. Rom ist der Eckpfeiler, der unsere ganze Unternehmung trägt. Rom darf nicht wanken. Und damit keiner von euch. Und il Vaticano? Diese Bande alter Männer? Spielt ihr Spiel mit. Schon bald brauchen wir sie nicht mehr. Er überlässt uns Rom. Oh. Sie ist in guten Händen. Okay. Ab geht's nach oben, Ezio. Einen Weg ins Innere des Turmes finden. Na los. Ey. Spasti. Bam, bam. Okay, dem ist das auch scheißegal scheinbar. Dahin muss ich. Okay. Ja, eine Punktlandung. Und los geht's. Hopp, hopp, hopp. Hoch, hoch, hoch. Und dran vorbei und hoch. Okay, dafür muss ich erstmal den da unten erledigen. Damit der mir gar nicht erst in die Quere kommen kann. Alles klar. Jetzt ran an den Turm, oder was? Die Engelsburg. Sagt mir jetzt so spontan gar nichts. Aber Geschichte war nie unbedingt meine Stärke. Zumindest nicht dieses Jahrhundert. So, jetzt können wir hier schön op, op. Und weiter hoch. Alter Schwede, das sieht aber auch hier wieder geil aus mit dem Klettern. Und da ist Katharina drin. Ja. Lucrezia. Ich hoffe, du hast unseren Gast gut behandelt. Dieses Schandmaul. Wie gern würde ich es ihr zunähen? Ich persönlich bevorzuge es offen. Oh.